Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zu meinem allerersten FIFA 25 Pack Opening. Wir sind es angegangen und haben die ersten Packs geöffnet. Das Ergebnis seht ihr in diesem Video und ich sag euch jetzt schon mal, der Lachs wurde komplett gebraten und gegessen. Das verstehe ich nicht. Wir haben geisteskranke Packs gezogen dafür, dass wir nur 12.000 Points aufgeladen haben. Die besten 100 Euro meines Lebens. Und die besten 100 Euro deines Lebens könnten es jetzt werden, denn ich verlose einmal 100 Euro PSN-Guthaben unter den Kommentaren. Also einfach einen Kommentar schreiben, dieses Video liken, diesen Kanal abonnieren und meinen zweiten Kanal abonnieren, denn da kam in der letzten Woche jeden Tag ein Video und das wird auch weiterhin so passieren. Deswegen da mal gerne reinschauen, ich verlinke euch das in der Videobeschreibung. Jetzt viel Spaß mit dem Pack-Opening. Let's go! Und wir haben direkt schon Promo-Packs, Premium-Gold-Profis-Packs, enthält 12 Gold-Profi-Items, davon einer garantiert mit 80 oder höher und 3 seltene. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, wie ein Bettlaken. Das erste Pack wird RM Türkei, Trendyol Super League und Fener. Amina Koyim. Ne, Galatasaray. Ich krieg direkt Hate-Kommentare. Aber wir haben Yilmaz. Ey, der könnte sogar ein bisschen was wert sein, weil der ganz, ganz wilde Werte hat. 600 Coins. Oh mein Gott. Ist Steigerungspotenzial mäßig auf jeden Fall. Die ersten Coins wurden generiert. Und wir gehen rein ins zweite Pack. Zweites Pack. Kein Walkout. Aber er kommt. RV. Boah. Das müsste Pedro Porro sein, oder? Von Tottenham? Yes, Sir, Pedro Porro. Und das könnte der erste Spieler sein, der ein bisschen was wert ist. Ich glaube, wenn er sogar ein 82er Rating hätte, wäre der Mann mehr wert. Dann wäre der Mann mehr wert wegen der Evolution. Aber so machen wir unseren ersten kleinen Plus-Deal. Oh, Walkout! Erster Walkout wird Cristiano Ronaldo Santos Aveiro. This is amazing. Die Legend himself. Cristiano Ronaldo im dritten Pack. Und an der Stelle kleine Blutgrätsche ins Video rein. Mein Partner Eneba hat wieder eine sehr, sehr geile Aktion am Start. Ich sag mal so, falls du sagst, ich möchte gerne noch den ein oder anderen Euro investieren ins Spiel. Ich sag euch ehrlich, Road to Glory tut's auch. Aber ihr könnt mich gerne unterstützen und findet es nirgendwo günstiger. Das möchte ich an dieser Stelle sagen. Bei meinem Partner Eneba gibt es nämlich eine super Rabattaktion mit dem Code FIFA.de. Den könnt ihr auf jede PSN-Karte anwenden und zappt. Zarab, spart ihr die ein oder andere Mark und seid bei der 100 Euro PSN-Karte bei 78,40 Euro. An der Stelle will ich euch aber auch sagen, es bleibt natürlich nicht bei dem Preis, den der ein oder andere euch mal vielleicht so erzählt. Es kommen natürlich immer noch Gebühren drauf, falls ihr mit PayPal zahlt oder auch mit Kreditkarte, sodass ihr am Ende bei 100 Euro PSN-Guthaben seid und 85,50 Euro bezahlt. Günstiger findet ihr es nirgendwo. Ich kaufe dort auch immer ein. Mit einem Kauf unterstützt ihr mich. Link in der Videobeschreibung und jetzt Abfahrt. Das ist ja mal krass. Oha, der erste Walkout wird Cristiano Ronaldo. Wäre das vor 4 Jahren gewesen, dann hätten wir jetzt einfach so 2 Millionen Coins gemacht. Jetzt kostet der Mann, glaube ich, nur noch ein Hundertstel davon. 20.000 Coins. Aber das ist der erste Walkout. Und die Animation ist ja sowas von richtig krass geil. Alter, macht das Bock. Das ist dieser Suchtfaktor, der hier aktiviert wird. Cristiano Ronaldo. Kann man den denn spielen? Weiß ich nicht. Power Shot. Ja, der hat jetzt Aerial. Ich weiß, hat er das letztes Jahr auch gehabt. Er ist nicht mehr der schnellste. Rollen müsste der Plus, Plus. Ja, normal. Plus, Plus. Tempo. So, lala. Dribbling. Boah. 61 Balance. Was passiert? Der hat doch eigentlich gute Hüfte. Weiß ich nicht. Ausdauer, Sprungkraft. Kann er noch? Jawohl. Erster Starspieler. Ah, der Blick geht natürlich immer ganz hinten auf das Dreieck. Niederlande ZDM Premier League. Huch. Wer ist das? Wer ist das? Wer ist es? FIFA! Esther! Na, guck mal an, ne? Und so viel zu, ich discarde das einfach ganz schnell. Das ist kein Walkout, aber es ist ein Stürmer. Und das ist ein Brasil! Brasil? Gabriel! Jesus! Jesus! 76 Pace mit 78 Dribbling als Brasilianer. Der kann ja nur 2 linke Füße haben.
Oh, guck mal, der ist was wert. Mason Greenwood. Dass der wieder Fußball spielt, ne? Da gab es ja auch eine längere Story zu. Also das ist schon wild, wie langsam das Menü ist. Das ist ja Steinzeit. Da muss ich mir nachher noch die PS Pro für 5000 Euro kaufen, damit das hier ein bisschen flüssiger ist. Die ersten 10 Packs sind weg. Das heißt, wir kriegen auf jeden Fall noch ein Walkout. Oh, da ist er. Stürmer. Frankreich. Arkema. Oh, Diani. Diani. Guck mal. Und ne Katoto. Katoto. Ei. Oha, die kam aber geflogen. Ne? Die sah aus, als ob die aus einer Kanone geflogen kam. Katoto, ja, boah, also, dass die Power-Kopfball Plus geben, ist so ein Quatsch, ne? Hätte die, guck mal wieder, Swiffer, hätte die wenigstens, Aerial Plus. Aber okay, nehmen wir mal mit, das ist der zweite Walkout, bisher die höchst bewertetste, ne? Ich rieche Back-to-Back-Walkout. Ich rieche. Ich habe falsch gerochen. Oh, Walkout. LV. Porto, Joao Cancelo. Joao. Oh, der guckt mich bestimmt gleich so an. Joao Cancelo. Huch. Jetzt die Frage, kann der Mann was, ne? Es ist ein Link zu Ronaldo, aber wird er was kosten? Ich glaube nicht, oder? Der wird ja nichts kosten. Dann. Oh, wir haben aber einen Inform. Und die kostet 10k. Und er kostet? Nein, 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 das muss ein Fake sein, oder? Der kostet keine 50k. Wahrscheinlich ist die Price Range abgekackt. Ja, guck dir mal an. Die Price Range, Mann. Aber Gravenberg spielt halt eine krasse Saison bisher, ne? Boah, auf den bin ich gespannt, was der diese Saison noch zaubern wird. Informs immer wichtig, immer im Verein stacken. Die werden irgendwann doppelt so viel wert sein wie jetzt. Also so ein Longtime-Investment auf jeden Fall. Obwohl, ja, könnte man jetzt auch vielleicht Coins mitmachen. Oh, Walkout Back-to-Back, das ist eine Frau. Aber eine Frau Paredes. Ja, das ist Quatsch, oder? Ich hab's gesehen, die hat lange Haare, oder? Ja, es kann ja auch nichts anderes sein. Ja, Irene. Huch. Irene. Irene, Grüße gehen raus an Julius. Ich glaube, der wird immer ganz feucht, wenn er die sieht, oder? Ballern jetzt 24 Stunden durch. Hat Menu nicht, glaube ich, wie viel? 50 Millionen für diesen Mann ausgegeben? Versteh das mal einer. Oh, Walkout. Aber es sah so weiblich aus. Jamaikano. Das muss Shaw sein, oder? Das ist, was anderes fällt mir gerade nicht ein. Aber die ist halt auch kompletter Quatsch. Letztes Jahr hat die noch 85 gehabt. Jetzt kann sie noch höher springen. 69 Tempo. Boah, die Kackwerte. Wie kann man denn Kackwerte haben? Wie kann man solche Werte haben und ein 86er Gesamtrating haben? Die wird nichts kosten, Alter. Die ist ja richtig am Schimmeln auf 3700 Coins. Uiuiui. Pedro Neto. Jawohl, habe ich mir schon gedacht. Weil das ist so ein Mann... Den wird man auch in Evolutions stecken können. Der wird auf jeden Fall ein bisschen was wert. Der Mann hier auch vielleicht? 1200? Ja. Ja, ja, nehmen wir mit. Kleinvieh macht Mist. Wir brauchen die Coins. Walkout. IV. Frankreich. Let's go! Let's go! Let's go! Saliba! Das ist der dicke Waschbär! Saliba, welcome to the club. Oh, ich rieche Münzen. Also das sind 300.000 Coins, oder? Da könnt ihr mir nichts vormachen. Da kann mir keiner was vormachen. Warte mal kurz. Was? Was hat ihr denn da wieder geraucht? 150.000 Coins für den zweitbesten Innenverteidiger im ganzen Spiel, oder was? Also, tut mir leid, aber das ist ja wohl Frechheit. Frechheit. Junge, das nehme ich mit. Aber sowas von hier. Kovar, weg, Amrabat. Bro, dieses Menü ist einfach scheiße langsam. Was soll die Kacke? Ihr macht schneller. Ich will noch mehr schneller Packs öffnen. Ihr haltet mich davon ab. Merkt ihr das denn nicht? Das sah komisch aus, hab ich nicht erkannt. Guck mal, hier Werner noch. Boah, was? 3500 Coins für die Krücke? Spaß, Timo, Bro. Stabiler Mann. Sehr gut, komm, hier, so, zack. Informs immer wichtig. Zap. Und zack. Und zap, 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 zap. Walkout! RV. Spanien? Walkout. 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 Carvajal. Dani Carvajal. Die kleine Ratte. Der beißt mir und zwickt mir immer in diesen Zeh da rein. Dani Carvajal. Der nächste. Wie viele Walkouts sieht man eigentlich? Wir haben jetzt hier um die 15.000 FIFA-Points geöffnet. Den nehme ich mit. Den bock ich mir in mein Team und Didi auch. Ne. Das ist Sinestra, das ist nicht dieser Diaz, oder?
Ich dachte, ich werde geprankt. Aber wir ziehen Luis Diaz von Liverpool. 84er Rating. Also der Mann wird safe 40k kosten. Alles andere wird mich jetzt komplett hops nehmen, oder? Jawohl, guck mal. 45, 40, ja, 42. Habe ich ungefähr den Riecher gehabt. Walkout. Frankreich. Arkema League. Das ist eine Frau. Aber welche Frau ist das? Das ist Renato. Renato mit Waschbär und 20 Pace. Oh, Loftus-Cheek. Den will ich auf jeden Fall testen. Den Mann werde ich auf jeden Fall testen. Aber sie? Was war mit den Bällen? Sind die was wert? Ich habe eben die ganzen Bälle abgestoßen. Schreibt mal bitte rein, ob die was wert sind. Untauschbarer Ursprung Zero. Auf den bin ich gespannt. Das wird, glaube ich, auch kein Walkout werden. Der wird einfach so rauskommen, oder? Oh! Let's go! Was? C. Roberto! Warum gibt es den nicht auf dem Transfermarkt? Warte mal kurz. Holy, das ist neu. Oh mein Gott, das ist, glaube ich, das ist ein dicker Win. Das ist ein dicker. Wow! C. Roberto hat Playstyles. Eieiei. Das ist ja mal der erste dicke Win. Ich habe hier viele mit einem Guti gesehen. Aber C. Roberto, ZM. Boah. Das ist, glaube ich, warte mal kurz, wieso ist der denn nicht auf dem Transfermarkt? Ist der vielleicht extinct? Kann das sein, dass der extinct ist, weil er neu ist? Boah, das war das Wappen. Das war das PSG Money Wappen. Die haben gesehen, wir haben hier die Coins vom Scheich, haben wir mitgenommen. So, C. Roberto, sag mal bitte, was kostet der Mann? 400.000 Coins? Haben wir gerade gemacht. Aber warum ist das? Also, wieso sieht der hier so aus? Und wieso sieht der bei uns anders aus? Bei uns sah der anders aus. Ist es eine andere Variante? Aber bei uns ist der schlechter irgendwie, ne? Aber der wird der noch geupgradet dann? Irgendwann wird der geupgradet. Schreibt mal in die Kommentare direkt, was da los ist. Wieso habe ich das schon wieder nicht auf dem Schirm? Oh, aber meine hat sogar mehr Schuss. Meine hat sogar mehr Passen. Meine hat viel weniger Dribbling. Aber ansonsten sind die Werte ungefähr gleich. Wisst ihr, was das Verrückte ist? Weil ich Brasil genommen habe. Womit kommst du mich zu Brasil? Deswegen kam der, glaube ich. Ja, das ist das. Wir machen dieses brasilianische Team. Und deswegen werden wir auch noch R9 ziehen. Wir werden noch ganz viele andere gute Spieler ziehen. Alter, also das ist wirklich big, big win. Also für die ersten 15.000 FIFA-Points haben wir Glück gehabt. Ich bin voll zufrieden. Wir haben, ich denke mal, 500.000 Coins oder so haben wir rausgeholt. Kann man machen. Freunde, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt in die Kommentare, wen ihr drin hattet. Vor allen Dingen auch in diesem Pack hier, ne? In diesem Hero-Pack. Bro, das ist einer der besten Box-to-Box-Spieler im Spiel, den wir gezogen haben. Sag ich euch jetzt schon. Geile Nummer. Freunde, lasst ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Ist kostenlos. Lasst gerne einen Daumen nach oben da für weitere Videos. Ich bin jetzt raus. Macht's gut. Haut rein. Ciao, ciao.